Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christian Outplays, der mit dem Hut. Heute zeige ich euch mal die wunderbaren Seiten von DA Dario, und zwar die Balance Tension. Was ist denn das überhaupt? Ja, DA Dario, die haben jetzt in letzter Zeit coole neue Seiten rausgebracht, und die gibt es jetzt schon etwas länger, und die wollte ich immer schon mal antesten, weil der Sinn dahinter ist nämlich... Der Sinn dahinter ist nämlich, dass durch mathematische Berechnung die Seitenspannung jeder einzelnen Seite gleich ist. Dann denkt man doch, ja, das ist doch eigentlich generell so. Nein, ist es nicht. Wenn ihr an der Gitarre eure 6 Saiten habt, hat natürlich jede Saite eine unterschiedliche Saitenspannung. Ja? Die E-Saite hat zum Beispiel, also die dünne, die hohe E-Saite hat zum Beispiel eine höhere Saitenspannung als jetzt die dicke E-Saite, weil die einfach dicker ist und länger und, ne. Das Problem ist jetzt einfach, wenn ich jetzt an der E-Saite, an der hohen E-Saite jetzt bände, wenn ich jetzt hier unten irgendwas bände, hier zum Beispiel 12 oder hier die 5, das ist halt einfach ein etwas anderes Seitengefühl, als wenn ich jetzt hier oben dann bände, ne, oder jetzt zum Beispiel auf der D-Saite oder auf der G. So muss man sich eigentlich generell an jede einzelne Seite so ein bisschen gewöhnen. Das war jetzt natürlich, Generationen von Gitarristen mussten durch dieses Tal gehen, ja. Vielleicht habt ihr auch durch Bendings, habt ihr vielleicht auch so Schrullen und Hornhaut an den Fingerkuppen, und je nachdem, was für Seiten ihr da braucht, ist das sogar auch manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Und da hat sich einfach der Dario gedacht, Mensch, wir gucken doch einfach mal, ob wir sowas mal berechnen können, was denn so eine Seitenspannung hat. Ne? Wir haben das mit Wissenschaft, haben die das gemacht. Und das funktioniert sogar. Ich bin total begeistert. Also ich habe mir die Seiten erstmal nicht geholt, weil ich dachte, das wäre halt wieder Marketing-Gag. Ja? Weil ihr müsst auch wirklich darauf achten, Seitenhersteller versprechen euch ganz, ganz viel, was sie im Endeffekt nicht richtig halten können. Da werden irgendwelche neue Techniken dann beworben und hier mit dem Kern und dann neue Aufwicklungstechnik, und im Endeffekt spielt man die Saiten und sagt, die klingen eigentlich wie jede andere. Natürlich hat man auch so ein bisschen, Saiten sind immer so, natürlich produzieren die Saiten sehr, sehr stark unseren Sound, aber dadurch, dass wir halt durch den Verstärker gingen, durch die Effekte, wird er auch ein bisschen verzerrt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die Saiten klingen jetzt so und so, und das ist jetzt bei jedem gleich. Ne? Wir haben halt unterschiedliche Gitarren, unterschiedliche Kabel, unterschiedliche Amps, unterschiedliche Effektgeräte und. Ne? Dann kommt das auch noch, welche Boxen haben wir, in welchem Raum wird das gespielt, welche Lautstärke und. Ne? Ich selber fand immer, persönlich, DA Dario-Saiten immer ein bisschen hart zum Bänden. Ich habe eigentlich, um das jetzt hier mal so zu sagen, immer Ernie Boyle gespielt. Seitdem ich die jetzt hier habe, die wurden mir nämlich freundlicherweise von Meinl zur Verfügung gestellt, dass ich die mal teste, ich bin da total von begeistert. Also wirklich, die Bendings gehen wirklich leichter von der Hand, ohne dass sich jetzt die Gitarre wirklich verstimmt. Und vor allen Dingen auch, man hat wirklich so ein gleichbleibendes Gefühl. Die Seitenstärke, ich halte mal ein bisschen näher ran, die Seitenstärke ist jetzt hier 9 auf 40. Dann denkt ihr, wieso 9er Seiten, also haben doch normalerweise 9 auf 42, um die dünnen dann zu haben, oder 9 auf 46. Man kann die jetzt auch ein bisschen in der stärkeren Variante bestellen, aber ich habe jetzt einfach mal 9 auf 40 genommen, weil ich dachte, Mensch, schauen wir einfach mal, normalerweise spiele ich 9 auf 42, aber die haben ganz, ganz bewusst diese 42 auf 40 dann reduziert und dachte mir, vielleicht klingt die Gitarre jetzt dünn oder zu laff, aber es ist richtig, richtig gut. Ich kann euch mal so ein bisschen was teilweise vorspielen, das, was ich dann gerade gespielt habe. Hier so ein schönes... So ein schönes Blues-Bending. Geht super locker von der Hand. Ne? Es ist wirklich total easy, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die Saiten zu laff sind oder durchhängen oder zu dünn sind. Sie sind sehr dünn, muss man mal so sagen. Ja, für Leute, die 10er, 11er, 12er Saiten spielen, denken die, oh mein Gott, 9er Saiten. Aber die gibt es auch in dieser Stärke. Ja? Und gerade dieser Teil ist, war immer irgendwie ein kleines Problem. Ne? Oder... Dieser Teil auch geht super locker von der Hand. Ja, oder?
Das Schöne ist, wenn wir jetzt solche Seiten haben, hier unten natürlich, hier unten hat man eigentlich immer ein recht starkes Gefühl, weil so die Seiten sind jetzt hier so im 12. Bund, sind eigentlich immer recht locker, obwohl da natürlich, wie gesagt, ne, wenn man harte Seiten hat, ist man sich da so am Tode, am Bänden, wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat jetzt, wenn man jetzt diesen hier hochzieht, da ist man normalerweise, hat man direkt Schwielen an den Händen, aber das geht super locker, ne? Ihr wisst, aus welchem Lied das ist. aber jetzt diese richtige Stärke Saiten kommt jetzt hier oben in den ersten Lagen. Zum Beispiel sowas hier. Wenn ich jetzt hier im 4. Bund auf der G-Seite spiele. Das ist immer sonst ein Akt. Oder hier im 2. Bund ist auch geil. Ja, es war immer sonst ein Akt. Super geil. Echt, ist einfach mega flüssig und ganz locker von der Hand. Man muss sich auch nicht mehr so, das tut weh, ne? Oder im 8. Bund hier. Gerade dieser Teil. Auf der E-Seite. Einfach, ich bin total zufrieden, wirklich. Und ich bin, Leute, lasst euch das gesagt sein, ich bin kritisch. Ich bin sehr, 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 sehr kritisch bei sowas. Ich bin eher auf der Seite der, ich sag jetzt mal, Falsifikation nennt man das. Und zwar, ich möchte es eher beweisen, dass sowas nicht stimmt, als dass ich irgendwie Gründe suche, dass ich sage, jawohl, das stimmt, was sie hier anprangen, sondern ne, wirklich sagen, nee, das ist nicht so, das lässt sich jetzt nicht leichter irgendwie benden. Es ist wirklich ein ganzheitliches Bending-Gefühl und ich bin total begeistert, dass es überhaupt jetzt, dass es kein Seitenhersteller vorher mal gelungen ist. Ne? Wie gesagt, wenn ihr auch Probleme habt, kauft euch diese Saiten, ja. Und wir haben hier auf jeden Fall ein schönes neues Produkt, was auch wirklich nur De Adario entwickelt hat mit den Balanced Tension. Also ich habe zumindest jetzt keine anderen gesehen. Ich habe mal Saiten gesehen vom Hersteller, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Hersteller das war, die das auch angepriesen haben, dass da leichteres Bending sein soll. Aber die sagen jetzt wirklich, ne, man hat auf jeder Seite die gleiche Seitenspannung. Ja, und das ist super cool. Alles klar, ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt hier geholfen, vielleicht auch einen kleinen Einblick zu diesen Saiten zu bekommen, ja. Kauft euch sie, probiert sie aus, schaut, ob das was für euch ist. Ich kann sie nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Christian von Christian's Not to Play, sehr mit dem Mut. Macht's gut. Ciao, ciao.